Liebe Freunde und Fans von Bad Kreuznach lacht, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von 4 Antworten, ein Witz. Wir sind heute im Frankfurter Hof in Mainz, freuen uns sehr, einen tollen Abend erlebt zu haben mit Alexander Herrmann oder wie mich viele Freunde auch nennen, Alfons Lafer. Sehr schön, dass wir uns treffen und 4 Antworten, ein Witz. Als erstes würde ich ganz gerne mit einer Frage starten, die dir bestimmt schon ganz oft gestellt wurde, bestimmt schon mehr als 1000 Mal. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass Kochen so deine Leidenschaft ist? Mit 7. Achso, du wolltest mehr dazu? ich kann es natürlich alterstechnisch gar nicht greifen, aber es sind 2 Dinge passiert. Ich bin natürlich zu Hause in einem Hotel aufgewachsen und da war ich dann schon in frühester Jugend mit der Kaltmamsell, die Gertrud, bei der habe ich mitgebacken und dann habe ich mir mein Trinkgeld und Stundenlohn verdient, weil ich in der Küche so mit Ferienjobs und so weiter gemacht habe und Koffer habe ich auch getragen, aber das hat ja mit Kochen weniger jetzt zu tun. Da habe ich auch das bessere Trinkgeld gemacht, aber so kam ich einfach da rein und damit habe ich, glaube ich, relativ früh und relativ schnell auch so ein Talent entwickelt. Und obwohl ich andere Berufswünsche hatte, weil ich wollte Jedi-Ritter werden, keine Ausbildungsstelle, ist echt ein Desaster. Ja. Ja. Später dann Einzelkämpfer, weil ich Rambo gesehen habe. Ja. Und weil durch die Hofer Filmfesttage bei uns auch immer so Gitte und Udo Jürgens und James Lars und so damals bei uns waren. Also für die Jüngeren, das könnt ihr ja googeln. Wollte ich auch mal so Schauspieler werden, aber am Schluss war ich dann am Herd und fühle mich dann natürlich sehr wohl. Du hast ja mittlerweile auch zahlreiche Bücher veröffentlicht, in denen unzählige Rezepte zu finden sind. Gibt es denn Rezepte, die so ein bisschen unterm Deckmäntelchen bleiben, also Familienrezepte oder so, Geheimrezepte, die du nie veröffentlichen würdest? Das so nicht, weil die Rezepturen ja auch immer mitwachsen. Also es gibt ja Rezepte von früher, die kannst du heute gar nicht mehr essen, weil da so viel Butter und Sahne drin war. Das würde uns direkt erschlagen nach einem zweiten Löffel. Ich weiß gar nicht, wie die das früher geschafft haben, eine ganze Suppe davon zu essen. Das heißt, ein Rezept lebt und wird auch immer weiterentwickelt der gesellschaftlichen Situation eigentlich. Es gibt Rezepte, die du nicht veröffentlicht, weil es einfach keinen Sinn macht, weil sie so aufwendig sind, wo du entweder so lange dafür brauchst oder so viel Kollegen, Mitarbeiter, Hände brauchst und für zu Hause einfach völlig übertrieben. Das ist genauso, man muss sich vorstellen, wenn du mit deinem Auto zum normalen Reifenwechsel fährst, dann wird der hochgepumpt und geht ohnehin, wechselt 4 Reifen, lässt wieder runter und du fährst weiter, alles ist prima. Bei der Formel 1 fährst du hin und dann stürmen im Grunde 12 Leute auf das Auto zu und in irgendwie gefühlten 2 Sekunden hast du 4 Reifen gewechselt und fährst weiter. Und das ist der Unterschied. Die Formel 1 Rezepte braucht keiner zu Hause. Es macht keinen Sinn. Ja. Also lieber die man auch selber einfach nachmachen kann, gell? Nachkochen kann. Jetzt verfügst du über einen riesen Erfahrungsschatz, natürlich auch als Sternekoch. Das ist ja klar, das versteht sich von selbst. Da natürlich dann auch meine Frage, was macht es für dich so interessant, so viel weiterzugeben von deiner Erfahrung? Auch im Fernsehen einfach davon zu erzählen und auch Menschen anzuleiten. Naja, ich würde mal sagen, dieses Anleiten wird ja auch schnell so ein bisschen als Kochlehrer dargestellt oder könnte man so vermuten. Ich bin ja eher so gefühlter Coach. Ich begleite gerne. Und wenn du zu Hause zum Beispiel den Zugang hast, ganz banal, wie ich es auf der Bühne erkläre, ein perfektes Stück Fleisch so zu braten, dass es von oben bis unten schön rosa wird. So, wenn du das kannst, dann bist du natürlich erst einmal kochst du dann noch viel lieber, du hast einen noch besseren Zugang zu Essen, du bist noch interessierter. Also das heißt, es ist eine Mischung aus Nachwuchs und vor allem aber auch in dieses oft so ausgedehnte Wort, aber es ist nachhaltig. Das heißt, die Menschen, die jetzt gerade bei mir in der Show auch waren, die dieses Fleischbraten natürlich einmal perfekt gezeigt bekommen haben und es für immer und ewig zu Hause können, die werden natürlich für immer und ewig das daran messen, die werden es sicherlich weiterentwickeln und so. Aber diese Initialzündung als Chance zu haben, das ist etwas, was mich einfach freut und motiviert. Also es ist ganz banal, dass ich mich darüber freue, wenn das jemand zu Hause kann. Und wenn er dann sagt, ich habe das beim Hermann gesehen, dann ist das im Grunde der Stolz gegenüber meinem Berufsbild. Frage Nummer 4, die ist ziemlich kurz, zumindest die Frage, was bedeutet für dich Glück? Beim Glück ist es so, du musst ja eigene Ziele für dein Glück musst du fassen. Du darfst die aber nie aus den Händen geben. Also du musst für dein eigenes Glück selber verantwortlich sein. Du darfst Partner finden, die dir dabei helfen.
aber am Schluss bist du für dein eigenes Glück verantwortlich. Vielen Dank fürs Interview. 4 Antworten, ein Witz mit Alexander Herrmann. Und sehr gerne hätten wir zum Abschluss natürlich noch einen Witz gehört. Vielleicht sogar deinen Lieblingswitz, der dir spontan einfällt. Ja, also die Lieblingswitze, die mir spontan einfallen, sind, ich habe heute früh Sat.1 Frühstücksfernsehen gesehen. Und Til Schweiger hat für seinen neuen Film Werbung gemacht. Und da waren die anderen Schauspieler dabei. Und da hat er einen Witz erzählt, den ich sehr gut fand. Ein Mann geht also will ein Porno-Schauspieler werden, Darsteller, und geht also ans Set und sagt, ja, er möchte sich bewerben, und dann hat das Casting quasi leitet und sagt, okay, also dann, jetzt musst du mir halt dann auch schon mal zeigen, dein Arbeitsgerät. Macht er also die Hose auf, zeigt ihn, dann schaut er halt so drauf und sagt, naja, also sehr groß ist er nicht. Und dann hat er gesagt, naja, er hat halt gedacht, er spielt den Bösewicht. Sehr schön, sehr schön. Ein sehr schöner Witz. Der gezwungene Lacher, aber sehr professionell. Vielen herzlichen Dank dafür. War ja, wirklich gut. Habe ich schon immer erzählt, dass ich eigentlich keine Witze erzählen kann. Ja, aber den fand ich so schön heute früh. Ja. Vor allem, wenn man den im Sat.1 Frühstücksfernsehen erzählen kann. Dann würde ich sagen, ist er durch alle Gremien durch und müsste damit auch politisch niemanden auf die Füße fallen, schon gar nicht mir. Und dann muss er auch wirklich gut sein, auf jeden Fall. Wir sagen Dankeschön fürs Interview, haben noch ein kleines Präsent, und zwar, weil wir ja eben gerade in deinem Programm gehört haben, Prosecco sorgt wohl dafür, dass bei Männern die Genitalien schrumpfen, haben wir eine kleine Aufmerksamkeit, einen Bad Kreuznach Lacht Sekko, den wir speziell entworfen haben. Ich bin sprachlos. Vielen herzlichen Dank. Sekko ist auch etwas, was ich ja von tief meinem Herzen, ja, also ich bade ja fast schon drin. Ich trinke das ja quasi immer. Zu jeder Zeit, wo es angebracht ist, trinke ich Sekko und Prosecco, weil ich weiß nicht, wie ich aus der Nummer rauskomme. Vielen Dank. Nee, wirklich, ich finde das sehr nett. Wir werden den irgendwann nochmal trinken. Dankeschön, ein Sekko aus dem Raum Bad Kreuznach, und weiterhin alles Gute und vielen Dank fürs Interview. Es war mir ein Vergnügen und schön, dass er bei der Tour mit dabei war. Hab mich da sehr gefreut, und deswegen natürlich selbstverständlich jetzt nach 4 Stunden bin ich vielleicht schon ein bisschen desolat, aber umso mehr habe ich mich trotzdem gefreut, dass ihr da wart, und es ist eine Ehre. Dankeschön. Die Termine von Alexander Herrmann findet ihr im Netz. Schaut gerne mal und schaut euch das Programm auch an und weiterhin fleißig unsere Videos schauen. Wir danken auch unseren Unterstützern und danke fürs Zusehen.